Meine Geschichte beginnt da, wo die meisten Gangstergeschichten enden. Es war ein normaler Job. Eine gute Gelegenheit. Nicht sehr aufwendig, aber auch nicht zu verachten. Ich war schon lange im Geschäft und dadurch wohl auch etwas leichtsinnig geworden. Zu leichtsinnig. Mein Stil war schon jedem bekannt und irgendwann war es dann soweit. Ich wurde am Tatort schon erwartet und sehr unsanft überzeugt, dass die Party woanders weitergehen sollte. Und zwar für sehr lange Zeit. Zu meiner Überraschung war ich in der Zwischenzeit nicht ganz vergessen worden. Mein alter Mentor Sinclair hatte sich schon gedacht, dass ich etwas Starthilfe gebrauchen könnte für mein fulminantes Comeback. Gut, dich wiederzusehen, Matt. Es hat sich viel verändert. Du hast einiges nachzuholen. Ach, das ist wie Radfahren. Das verlernt man nicht. Alles, was ich brauche, ist ein ruhiger, abgelegener Ort, an dem ich mich auf mein Comeback vorbereiten kann. Steiger, ich glaube, ich habe da genau das Richtige für dich. Dort kannst du ungestört arbeiten und deine Fingerfertigkeit zurückgewinnen. Was meinst du? Hast du vielleicht gerade einen Job für mich? Ich bin sicher bald wieder in Form. Ich merkte, dass da etwas war, worüber Sinclair nicht sprechen wollte. Das machte die ganze Sache natürlich umso interessanter für mich. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wo gerade was zu holen ist? Wie kommst du darauf, dass ich gerade was laufen habe? War nur so ein Gefühl. Du weißt, wenn ich etwas für dich tun kann. Doch es schien eine wirklich große Sache zu sein. Viel zu wichtig, um sie einem Knastbruder anzuvertrauen, der noch dazu völlig aus der Übung war. Ich kann leider nicht darüber sprechen. Ich kann dir nur so viel verraten. Es wird danach nichts mehr so sein, wie es war. So, da sind wir. Ich melde mich morgen bei dir. Gute Nacht und ruh dich aus. Sinclair hatte recht. Das Motel, in dem er mich untergebracht hatte, war ein Ort, den jeder rechtschaffende Bürger wohl nur unter Gewaltanwendung besuchen würde. In meinem Zimmer angelangt, wiegten mich Vermutungen über Sinclairs großen Clou in den Schlaf. Ich wusste nicht, dass ich schon am nächsten Morgen alles aufklären sollte. Tja, Abracadabra, Simsalabim und Klosterfrau-Melissengeist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Da ich vorhin an dem heutigen Tage mein erstes Let's Play überhaupt beendet habe, das war das zweite Let's Play, was ich gestartet habe, nämlich James Bond 007 Nightfire, dachte ich mir, ach komm, Dave, weißt du was, fängst einfach mal ein neues Let's Play an von einem Spiel, was du ziemlich wertschätzt und was du auch schon lange kennst und wahrscheinlich, wie viele andere auch, von der Screen Fun, Gott möge sie selig haben, kennen. Die gibt's ja auch nicht mehr, wie ich letztens unter Tränen merken musste. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier der Clue 2 mit Matt Tucker und meinem exorbitant grenzdebil hinterher laggenden Mauszeiger. Aber das tut nichts zur Sache. Ein Point-and-Click-Spiel im Prinzip aus dem Jahre 2001 oder 2002. Jedenfalls, so unscheinbar dieses Spiel grafisch auch wirken mag, ist natürlich absichtlich so in diesem Comic-Look gehalten, den ich ziemlich cool finde, so. Und was natürlich auch ziemlich cool ist, müsst ihr mal demnächst drauf achten, die musikalische Untermalung ist godlike. Wirklich. Die ist wirklich genial. Für jeden, der die Spiel-CD hat und auch die Musik haben will, ganz einfach, Spiel-CD rein, Windows Media Player an. Die Dateien sind einfach so, als Wave-Dateien auf der CD, könnt ihr euch da runterladen, falls jemand nach der Musik suchen sollte. Womit fangen wir an? Das Spiel war damals relativ unbekannt, oder bekannt, ich weiß es gar nicht. Ich labere jetzt einfach mal. weil es die damals größte begehbare 3D-Stadt überhaupt hatte. Vor GTA 3, bevor GTA 3 rauskam, glaube ich. Oder irgendwie so. Jedenfalls, ein sehr gutes Spiel. Ich möchte die Handlungen gar nicht weiter erklären, was jetzt so wie passiert. Nur so ein paar, ja, grundlegende Sachen zum Anfang. Hier haben wir zum Beispiel schon etwas liegen. Das ist ein Zeitungsbericht. Und damit können wir dann interagieren. Wir können entweder gucken, oh, was ist das denn hier für ein Zeug?
Oder nee, was war das? Nee, das war Sprechen, war das, glaube ich. Genau, Sprechen. Muss man erstmal selber wieder einfinden. Lupe, können wir gucken. Oh, was liegt denn da? Ich kann das mit meinen trägen Glubschaugen gar nicht so erkennen. Da brauche ich eine Lupe und muss mir das genau angucken. Das ist Sprechen. Wie man ja auch an der Sprechblase sieht, Dave. Und das ist die Grabschand quasi von unserem Matt. Die dunkler ist als seine eigene. Nehmen. Schauen wir mal. Was? Sie haben Sinclair geschnappt. Der Verrückte ist doch tatsächlich ins Ministry of Light eingebrochen. Seltsam. Was gibt's denn dort zu holen? Außerdem haben sie die Überprüfung der nächtlichen Ausgangssperre noch verschärft. Tja, Sinclair. Wird wohl nichts mit morgen anrufen, weil ich glaube kaum, dass du das aus dem Knast so einfach mal mir nichts, dir nichts machen kannst. Ja, mit der rechten Maustaste kann ich hier frei bewegen. Ich kann mit dem Mausrad rein und rauszoomen. Ich hoffe, dass die Grafikeinstellungen erstmal okay für euch sind. Wenn nicht, kann man da natürlich immer noch was ändern. Das ist der erste Part und da muss ja noch nicht alles perfekt sein. Ihr kennt das ja hoffentlich. Wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt. Ja, hier haben wir auch schon unsere erste Tat. Und ohne, dass ich es jetzt vorher gesagt hatte, werdet ihr es euch vielleicht schon gedacht haben, wir müssen natürlich Brüche begehen. Und hier unten, als hätte ich es geplant, ich bin so gut, sehen wir auch schon das zweite Werkzeug, worauf wir gerade gar nicht klicken können. Wir es aber schon sehen, das ist ein Brecheisen. Grapschen wir uns. So. Was, Hilfe. Die Maus führte gerade wieder ein Eigenleben, das muss ja nicht wirklich sein. Dieses Let's Play ist bis auf die allerletzte Mission, bis auf den allerletzten Bruch nicht blind oder ja, teilweise semi-blind, aber eigentlich kenne ich es soweit. Was nicht heißt, dass ich jetzt alles total super hinkriege und nicht fehle und so. Eher das Gegenteil wird der Fall sein. Oh, man weiß es nicht, man munkelt hart. Ja. Gut. Hier haben wir unsere Tasche. Gegenstände anzeigen. Machen wir doch gerne. Brecheisen, Werkzeug, Gewicht 12 Kilogramm, noch verwendbar 25 Mal, Schlösser knacken, 15% geeignet, Safes kacken, Safes knacken, 0% heißt so viel wie kannst du knicken, Alarmsysteme, kannst du auch knicken, beschädigend, natürlich. Wäre auch schön, wenn es nicht so wäre, das wäre ja revolutionär. Effizienz Glas 50%, Effizienz Holz 75%, Effizienz Metall 1%. Das heißt dann so viel wie, ja, wir können Metall damit bearbeiten, das dauert aber so circa 8000 Stunden in Echtzeit. Nein. Fällt flach. Effizienzalarmanlagen können wir wie gesagt knicken. Ja, und dann halt noch der Geräuschpegel. Das ist ganz interessant. Ich finde das gut, dass es so Infos gibt. Ladenpreis $10. Daran können wir auch schon erkennen. Ist noch Dollar, oder? Cash. $15 haben wir zu Anfang. Die haben sie uns wohl dann nicht gemobst oder Sinclair hat sie uns zugesteckt oder wie auch immer, man weiß es nicht. Was wollte ich sagen? An dem Ladenpreis da unten können wir auch schon erkennen, hier muss es irgendwo einen Laden geben, wo man sowas kaufen kann. Vielleicht kann man es auch irgendwo verkaufen, natürlich. Hier gibt es mehrere Hehler. Wir haben zu Anfang erst einen, glaube ich, aber ich weiß von insgesamt 3 Hehlern. Ich habe auch so meinen Lieblingshehler, den zeige ich euch aber erst später, weil der erst später im Spiel auftaucht. Ja, Axt ist ein Werkzeug, was ich eigentlich nicht benutze für Einbrüche, weil es ist total unsinnig und laut und überflüssig und hast nicht gesehen. Gut, ja, wie gesagt, das ist hier sein... Ne, ich habe es nicht gesagt, aber ich sage es jetzt gerade trotzdem. Ich sage trotzdem, wie gesagt, hier unten haben wir sein Interieur mit schniekem Tomb Raider 2 Gedächtnisteppich. Sieht so ein bisschen aus wie der Menü-Hintergrund, finde ich. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Ja, hier ist aber nichts weiter Wildes. Hat ein Klo. Hat kein Klopapier, wohlgemerkt. Denn es gibt in diesem Spiel auch Klopapier, was ihr demnächst sofort auch sehen werdet, bei geeignetem Zeitpunkt. Und natürlich gibt es, ist es keine Geisterstadt. Und diese Autogeräusche werden nicht eingespielt, um den Effekt der Geisterstadt nicht da sein zu lassen. Ich rede gerade total Schwachsinn, ich weiß, aber
Wir haben hier Leute, die wir ansprechen können. Manche davon können unsere Komplizen werden, andere nicht. Und manche sind auch ziemliche Arschgeigen, was das angeht, weil die ziemlich viel Cash verlangen und ziemlich schwer sind, ziemlich langsam, nicht viel tragen können. Wie zum Beispiel er. Bevor ich das jetzt mache, hier gucke ich mal eben auf meinen Timer. Ah, 2 Minuten noch. Das zeige ich euch mal eben noch schnell. Und dann ist auch schon die erste Folge wieder zu Ende und vorbei zusammen. Zu bei. Hallo, du kommst mir so bekannt vor. Kennen wir uns? Matt McTucker, Mann. Das muss ja eine Ewigkeit her sein. Hab gehört, du warst auf Urlaub? Ich bin's, Bruno. Ich bin etwas fett geworden. Bruno, also, dass ich dich hier treffe, hätte ich nie erwartet. Ich bin vollkommen orientierungslos. Die Stadt hat sich ja unglaublich verändert während meiner Abwesenheit. Ja, nichts ist mehr, wie es war. Sie haben sogar eine totale Ausgangssperre über die Nachtstunden verhängt. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sprich mich einfach wieder mal an. Bruno, du veränderst deine Stimme. Komisch. Ja, dieses Geräusch bedeutet so viel wie Juhu, neuer Komplize gewonnen. Es gibt so einige. Ich weiß nicht unbedingt, wo alle sind, aber ich kenne ein paar. Und ja, ich sag schon mal vorab, für alle Leute, die dieses Spiel nicht kennen, was wahrscheinlich die Mehrheit von euch sein wird, es wird kein allzu langes Let's Play sein. Denn es sind, glaube ich, 11. Ich weiß nicht auswendig, wie viele Brüche es insgesamt sind. 11 oder 14. Hey, habe ich im Kopf schwirren, die Zahlen. Ich habe vieles im Kopf schwirren. Das hat nichts zu heißen, aber trotzdem. Ja. Ja, wir haben ja auch noch so Gegenstände. Da kann man zwar mit interagieren. Scheinheilig. Rührt sich kein Millimeter, sagt er. Aber da können wir nicht unbedingt was mitmachen. Liebe Leute von heute und von gestern und von übermorgen, ich gehe jetzt wieder hier hoch. Das Schöne an diesem Spiel ist, dass mein Timer gerade klingelt. Nein, dass wir überall speichern können, wo wir wollen. Oder? Doch. Und das ist schon immer ein Kriterium für mich gewesen für ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Haha. Ja. Alles Weitere erkläre ich in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, weil es sich von selbst erklärt. Ich glaube, nächste Folge machen wir dann auch sofort den ersten Einbruch. Haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass Matt Tucker, obwohl er lange im Knast war, wieder ziemlich schnell Anschluss an die schnöde und piekfeine Gesellschaft findet, wie wir gerade gesehen haben, an Bruno hier unten. Ja, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.